Moment zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Ach, gestern war ja die Folge etwas kürzer, mal gucken, ob wir die heute vielleicht ein bisschen länger machen. Hängt ein bisschen davon ab, wie wir so im Fortschritt mit den nächsten Quests sind. Hier liegen ein paar Krümel, ich muss die gerade mal eben wegwischen. Ich bin gerade mit dem Brötchen gekrümmelt. So. Wer war das denn? Irgend so ein laufender Ork? Okay. So, was machen wir denn heute? Wir gehen zu Hendraheim und sprechen mit der Kriegerin. Irgendwo ist auch noch Mjoll, die turnt hier rum. Ich weiß nicht, wo genau, aber irgendwo turnt sie rum. Ja. Wie kommen wir nach Hendraheim? Einmal quer durch die Tundra. Also wieder viel laufen. Denn die Anniversary Edition lässt ein Jahr nicht schnell reisen. Aber ist nicht so schlimm. Oh. Ist ziemlich warm, ne? Ja. Sehr, sehr warm. Im Hintergrund, man dürfte sie nicht hören, laufen aber auch die Ventilatoren und die Klimaanlage. So. Was ist denn jetzt eigentlich so, was ich erzählen könnte? Ach ja. Wir hatten ja jetzt die Dunkle Bruderschaft fertig gemacht und davor hatten wir die Diebesgilde gemacht und es gäbe jetzt noch zum Beispiel Akademie, Jägergilde, also die Gefährten, sorry. Gefährten und, und. Wir machen jetzt aber erstmal, das hatte ich ja eigentlich auch schon gesagt, ne? Wir machen jetzt erstmal den Questlog leer. Also leer nicht im Sinne von ganz leer, aber kleiner, dass der nicht so überquillt. Dann vergessen wir auch nicht immer, welche Quest wir wo hergenommen haben und, und. Ja. Und, ich meine, wir haben einen Weiß... Hä? Okay. Ich meine, wir haben einen Weißlauf, einen Brief vom Kurier bekommen. Mit der Einladung der Kriegerin. Und ich meine, die hat uns zum Duell rausgefordert. Wenn ich mich nicht mehr ganz täusche. Und Hendraheim ist dann auch, glaube ich, nochmal ein weiteres Haus. Also das, die Vampirbehausung, die ist... Wer bist du denn? Uns wurde gemeldet, dass es hier in der Nähe Schwierigkeiten gibt. Ich bin auf dem Weg dorthin, um der Sache nachzugehen. Ach so. Ja dann, viel Erfolg. Sieht auf jeden Fall gut gerüstet aus, zumindest was den Korpus angeht. Wir könnten ja mal eben Leben voll machen, wenn wir schon dabei sind, abzusteigen. Ja, genau. Also das, die Blutfrosthöhle, ich würde es mal einfach sagen, ist wahrscheinlich das Haus. Die ist sehr geräumlich. Mir fehlt nur der Anschluss. Also die Kutsche. Das ist tatsächlich dann ein Ausschluss. Also ich meine, wenn das jetzt irgendwie... Moin, Mjoll. Wenn Dämmerstern eine Kutsche hätte, dann wäre das noch eine Überlegung wert. Aber dadurch, dass wirklich keine Kutsche in der Nähe ist, fällt es wirklich sehr, sehr weit nach hinten in der würde ich als Behausung nehmen Liste. Puh. Wie gesagt, aber die Geräumlichkeiten sind echt, echt schön gemacht. So, müssen wir jetzt schon links? Nein, wir müssen noch weiter geradeaus. Okay. Vielleicht schaffen wir es ja dann auch bei der Plantage vorbeizuschauen, aber ich glaube, so viel Geld wie letztes Mal wird es nicht geben. Ja, mach das. Hilfe! Warum hilfst du dir nicht selbst? Hast doch auch zwei Hände. Okay, nicht die gleiche Ausrüstung wie wir oder die gleiche Gefährtin. Aber auch zwei Hände. Was war nochmal in der Höhle hier links? Irgendeine Quest war da drin. Welche war das nochmal? Boah, ich weiß es nicht mehr. Na ja, gut, ist ja auch nicht so schlimm. Ist das da Hendraheim, die fette Burg? Nein, oder? Nein, ich meine nicht. Ich meine, das ist eine andere Burg. Das ist, glaube ich, eine Burg für eine Forsaken. Für die Abgeschworenen. Noch ein Säbelzahntiger. Hier gibt es aber eine ganze Menge von hier. Ich dachte, die wären ausgestorben.
Karren, tot. Sekunde. Säbelzahntiger kommt, oder? Ja, er will mitkommen. Dann machen wir den mal eben weg. Hey. Jetzt, genau. Da vorne liegt das Pferd, hm? Pferdefell, ja, nehmen wir mit. Und hat er irgendwie einen Brief oder so bei? Bärenfalle. Noch eine Bärenfalle. Khajiit. Ein Tanz im Feuerband 7. Match? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich einfach nur ein nettes Gimmick hier. Dann gehen wir mal weiter. So. Ach ja, ich habe so lange das Drachenschwert nicht getragen, dass ich vergessen habe, dass das so eine schöne Schwertscheide hat. Einfach richtig schön. Das haben ja nicht so viele Waffen. Dädrisches Schwert hat es zum Beispiel auch nicht, finde ich ein bisschen schade. Oder haben die es vielleicht reingemacht? Habe ich schon mal ein dädrisches Schwert getragen? Nein, oder? Mjoll trägt jetzt Qual. Qual braucht keine Schwertscheide, denn Qual sieht insane gut aus. Aber ein dädrisches Schwert hat keine Schwertscheide. Nein, ne? Nein. So. Stand das Haus schon immer hier? Aha. Schmiede vorm Haus. Mit einer Schmelzhütte. Darf ich mal gucken? Sieht ziemlich finster rein, aber gucken wir mal. Können wir hier rein? Nein. Aber das Haus hat was. Aber das Dach ist undicht. Wer macht denn sowas? Stell mal vor, du hast eine Pfeife an, setz dich, wie sie so schön nach vorne stellen. Und, klatsch, kriegst die Regentropfen ab. So. Mjoll ist noch nicht hier. Wollen wir noch warten? Nein? Okay, dann sprechen wir beide mal. Seid ihr die Närrin, die mich herausgefordert hat? Ich habe euren Brief erhalten. Ich verstehe. Okay. Und jetzt? Diese Person ist beschäftigt. Mach was! Wo geht die jetzt hin? Kämpft wacker oder sterbt. Ach. Riha! Bist du aus Texas oder was? Alter, die hat ja richtig was drauf. Nein. Ich werde den Schnee mit eurem Blut färben. Bitte nicht. Kann euch nicht besiegen. Wir haben gewonnen. Wer ist denn jetzt hier noch am... Du bist am Kräucheln, ne? Aber wo ist Mjoll? So, gibst du auf? Wenn ich doch nur... aufstehen nicht könnte. Ich kann euch nicht besiegen. Dann gib auf! Verständ ihr nochmal einen Brief? Vor langer Zeit habe ich meine Ahnen eine große Halle am Fuße des Berges nördlich der Gallenschluchtmine erbaut. Sie nannten sie Hendraheim, Entschuldigung. Das Heim eines Kriegers. Dort, das selbst Sovngarde in den Schatten stellte. Als letzte meines Clans möchte ich dieses Heim einem echten Krieger überlassen. Ihr seid kein Nord, aber ich habe gehört, dass euer Geschick im Kampf es mit dem unserer legendärsten Krieger aufnehmen kann. Beweist es mit eurer Klinge. Hab ich. Nein. Doch. So. Die
Dann eben. Dann eben so. Ohne Notiz, die nehmen wir auch. Den Schlüssel. Makelloser Notiz, aber die Rüstung lassen wir dran, ne? Was ist das? Nordschwert der sengenden Hitze. Das darfst du auch behalten. Ja. So, jetzt lesen wir mal eben die Notiz. Als die Welt noch jung war, waren die Dinge einfacher. Entweder sie oder wir. Wir kämpften um unser Überleben und fanden Ruhm im Tod. Jetzt bekämpfen wir unsere eigenen Schildschwestern und Brüder wegen Bannern, die so vergänglich wie der Wind sind. Als ich Hjarek auf dem Schlachtfeld tötete, schwor ich, meine Waffen ruhen zu lassen. Eine ehrenhafte Entscheidung, die beschämende Folgen hatte. Die Barden singen nicht über diejenigen, die in ihrem Heim sterben und von der Zeit gerichtet werden. Wenn ich ihn wiedersehen will, muss ich Zun auf der Wallknochenbrücke ins Antlitz blicken und meinen Platz in der Halle der Tapferkeit verdienen. Ich vermisse dich, Bruder. Warte auf mich in Sofengarde. Mhm. Dann gucken wir uns mal Hendraheim an, ne? Mir hat es leider noch nicht geschafft, hier hinzukommen. Aber gut, wir hatten noch ein Pferd, ne? So. Abgeschlossen Hendraheim. Das Erste, woran ich gerade denken musste, war hier die Hütte von den Gefährten, ne? Nehmen wir eine Fackel. Das war das Erste. So, hier ist ein Tisch. Ein paar Waffenständer. Ein paar sonstige Sachen. Die Stühle sehen, also die Sessel sehen cool aus. Die sehen richtig cool aus. Große Herolde. Gucken wir mal hier. Aha. Ich weiß nicht, ob man hier mehr reinpacken könnte als ins Schattenfußheiligtum. Aber hier ist auch der Anschluss wieder nicht so gut, ne? Wahre Barentia, haben wir alle Bücher mit? Brauchen wir nicht aufheben? Zum Prügeln hier, in der Mitte, ein kleiner Ring. Aha. Aha. Bücherregal, auch immer gut. Naja. Die hat ja richtig viel gehabt hier, die... Edina? Edwina. Edwina. Entschuldigung. Was ist das denn? Nordstreitaxt? Geil. Nettes Bett. Und ansonsten... Aha. Kann man da hoch? Kunde, ich will nur irgendwas schauen. Nein, ist nicht hier. Ihr wisst alle, was ich gesucht habe. 100 Pro. Ah. Nicht der richtige Band. So, wie komme ich denn jetzt weiter? Weil hier, das reicht ja nicht. Warte, auf dem Schrank hier hat man eine höhere. Ah ja. Ja. Ich glaube, das klappt nicht. Egal, lassen wir's. Gucken wir uns den Keller an. Da war nämlich noch eine Treppe runter. So. Hier kann man hier kann man viel mehr reinpacken. Junge! Hier kann man viel mehr reinpacken als ins Schattenfußheiligtum. Ich glaube, wir müssen doch Häuser wechseln. Irgendwann. Boah, der Umzug wird schwer. Der wird richtig schwer. Gut, ich hake mal eben Hendraheim ab. Sekunde. Noch ein paar Blöcke. Hendraheim, eine Herausforderung der Kriegerin. Zack. Was haben wir denn noch? Wäre jetzt eigentlich sinnvoll, wenn wir weiter Dingens machen, ne? Wenn wir weiter so Gebäude machen, ne? Pimpelmaras Auge, östlich von Mortal und Tagebuch von Sucht Artefakt im Mist. Das habe ich nicht richtig aufgeschrieben, das weiß ich nicht mehr, was das ist.
Totenschreck, Ruhelosen im zwinkernden Skewer. Okay. Schauen wir mal. Hoppala. Was ist das denn hier? Ein Krümel! Ich muss hier gleich drüber sorgen. Nie wieder. Macht man nicht. Essen am PC. Krümeliges Essen am PC nicht. Ich meine, so Weintrauben kannst du essen. Aber Brötchen war jetzt nicht so die geilste Idee, direkt. Naja. Wir brauchen ein dädrisches Pferd an, bitte. So. Was haben wir denn hier in der Nähe? Jetzt könnte man über Rorikstad, über nach Drachenbrücke und nach Einsamkeit, um die nächste Quest, das ist ja für, wo ist es noch? Totenschreck heißt es, glaube ich, das Haus. Da muss man im zwinkernden Skewer Ruhelosen. Ich weiß nicht genau, was mit Ruhelosen mehr gemeint ist. Also entweder es ist eine Person oder es ist ein, Ah ja, hier, die Straße ist richtig. Entweder es ist ein Buch oder es ist eine Person. Das sehen wir dann. Ich würde einfach mal sagen, wir reiten bis nach Einsamkeit. Vielleicht passiert ja unterwegs was Spannendes. Banditenüberfall oder so. Meistens bin ich denen ausgewichen, aber... Ach, das ist ein Bär. Nee, einen Bär wollen wir nicht. Oh, ich muss aber hier rechts abbiegen. Entschuldigen Sie, ich müsste da einmal vorbei. Dankeschön. Den Schenkel kannst du behalten. Der wächst nach. So. Ui. Wenn jetzt besseres Wetter wäre, könnte man wahrscheinlich weiter gucken. Aber ich würde sagen, da hinten sieht man mehr. Aber welches? Das ist unsere Plantage da unten. Links ist Rorikstad. Oh, ich glaube, wir können gar nicht weiter gucken, sondern es ist einfach Phasing. Was ist denn mit denen da unten? Ach, das sind Talmor. Die haben mich auch schon lange nicht mehr angegriffen, ne? Ja, eine Glasrüstung? Junge! Richtiger Baba hier. Wenn wir schon mal hier sind, dann holen wir doch mal die Erträge. Moin! Wo ist Feendal? Wo ist Feendal? Was ist passiert? Hä? Wen will er angreifen? Ihr könnt mich nicht schlagen. Wer? Die Göttlichen sind euch heute. Wen da? Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Für ein Dorf der Nord. Dienste, eure Dienste als Fuchs werden... Nein, 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 nein. Sehr gut, mein Herr. 5000. Lebt wohl. Alter. Das ist so viel, ne? Ich meine, okay, wir haben über 100. Wir könnten jetzt auch theoretisch losgehen und in Einsamkeit uns ein Haus besorgen. Aber... Nein. Kriege jetzt eigentlich immer 10? Warte mal, habe ich schon Blasenpilze? Nein. Dann gucken wir jetzt mal. 4, 2 steht dran. Waren das dann 8? Ne, 4. Nichts tun? Okay, aber dann sind hier wieder alle richtig krass nachgewachsen, dann nehmen wir alles mit. Ich denke, wir haben halt auch bald so viele Zutaten, dass man Alchemie einmal auf 100 ballern könnte, es resetten, also Legendary reinpulvern könnte, um es dann wieder auf 100 zu pushen. Nichts tun. Ich will die, genau, sammeln. So, haben wir wieder neue Bienen. Wunderbar. Schnapp! Da haben wir sie. Hier ist nichts drin? Okay. So. Machen wir Linien. Oh, noch eine Biene.
Schön. Nein, die Schneebären, nicht das Behältnis. Boah. Wie viele Zutaten haben wir jetzt? 28, 26, 45, 20, 48. Das ist so heftig, ne? Es ist einfach so heftig, wie viele Zutaten aus solchen Sachen rauskommen. Ihr braucht etwas? Ja, in die Arbeit. Paul blendet der hier rum. Ich glaube, es hackt. So. Nee, warte, hier ist der Schrank. Ja, das nehmen wir. Das auch, Honig nicht. Hühnerei, gerne. Und jetzt sind hier auch nur noch, genau, Alchemie-Sachen drin. Wunderbar. So, Miral, wir können weitergehen. Wobei, eigentlich könnten wir mal eine Runde rasten. Wir waren so lange unterwegs. Gefehlt, solche Reisen zu unternehmen. Die Weiten von Himmelsrand zu durchqueren, hat mein Herz stets mit Begeisterung erfüllt. Sehr schön. Na, ist ja gut, dass wir dich mitgenommen haben. Schlafen wir mal 6 Stunden. Oh, Wasser ist alle. Kein Wasser mehr. Alle. Gut ausgeruht. Erfrischt wäre schöner, aber gut ausgeruht ist auch nicht schlecht. Habe ich Essen? Oh, Apfelkuchen und Nussschnitten. Wunderbar. Ich habe doch hier eine Kochstelle, ne? Oh, gedämpfte Schlammkrabbenbeine. Als ich noch jung war, habe ich meinen Vater auf Jagdausflügen nach Morrowind begleitet. Kennen wir schon. Die Läufer waren ein ausgezeichneter. So, jetzt haben wir auch wieder ordentlich zu essen. So, Vorräte sind aufgestockt, dann können die Reise nach Einsamkeit weitergehen. Bei Abend. Gibt es in Rorikstadt eigentlich irgendwelche nennenswerten Quests? Ich weiß das gar nicht. Es gibt eine sehr lange, lustige Quest, die startet in Weißlauf. Da muss man auch hier nach Rorikstadt, wenn ich mich nicht irre. Aber ansonsten? Gibt es hier sonst was zu tun? Und zu welchem Fürstentum? Ah, Weißlauf. Ich wollte gerade fragen, zu welchem Fürstentum es gehört. Und dann sehe ich da die Wache aus Weißlauf. Schon. Erledigt die Frage. Da links ist ein Haus. Ach ja, klar, da war der Dude mit seinen Skevern drin, der die gefüttert hat. Richtiger Vollidiot. Dann ist der auch noch gestorben da dran. Wahrscheinlich an zu viel Dreck. Und sonst gibt es hier nichts so in der Nähe. Vorne rechts noch ein Riesencamp, aber... eigentlich fast nur Gebirgsfahrten. Hey! Weißt du was? Das ist mir zu doof. Ja, ich steig ja schon ab, Mensch. Hey, lass mein Pferd in Ruhe. So. Das habe ich mir gewünscht, einen Banditenüberfall. Hier steckt da ein Pfeil in der Backe. Oh, jetzt nicht mehr. Genau! Ha! Mist, zu spät geblockt. Nee, jetzt bezahlst du. Bisschen Gold, bisschen Met. Mhm. Ansonsten... wo haben wir es denn? Da. Nochmal Gold und der da oben, den habe ich, glaube ich, schon leer geräumt. Ah, eine Truhe. Oh. Oh. Mist. Was habe ich eingesammelt? War das ein Holzschwert? Ein Eisenschwert.
Gut, dann holen wir mal das Pferd zurück. Kann man Einsamkeit schon sehen? Ja, ich glaube da vorne. Seht ihr? Da ganz in der Ferne. Das müsste Einsamkeit sein. Dann ist es ja nicht mehr so weit. Da unten müsste schon die Brücke nach Drachenbrücke sein. Oder? Sind wir hier richtig? Ne, das ist noch nicht Drachenbrücke, das ist Räuberschlucht. Schade. Tut mir leid um deinen Vater. Hier, spiel mit der Katze. Das lenkt dich ab. Vielleicht holst du ja einen Ball. Entschuldigung. Wollen wir die hier einfach mal ausräuchern? Komm, die räuchern wir mal aus. Au! Ihr meint wohl, ihr seid besser als ich, weil ihr oben steht, ha? Vergesst es. Jemand muss etwas unternehmen. Ah. What the fuck? Was bist du denn? Ist das aber... Ich liebe es. Das macht so Bock. Diese Dinger kaputt zu schlagen macht einfach so Bock. Jetzt gibt's aufs Maul. Ausgekühlt, während ich mit Feuerbällen abgeworfen werde. Ja, genau. Hallo, ich bin hier noch am... Aua! Jetzt warte, ich bin noch nicht... Hallo! Versucht doch euch zu wehren. Banditenanführer, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich habe nämlich nicht gespeichert. Jetzt läuft die weg! Was soll das? Jetzt reicht's aber hier. Ja. So macht man das. So, wo ist jetzt der Anführer hin abgehauen? Ha? Da unten steht noch wer? Wer bist du? Marodeur. Seit wann passiert das denn? Und er ist am Weglaufen? Boah! Wie das Blut da weggeballert wurde. Es war zwar nicht so viel, aber dennoch. Da gibt's brutalere Spiele, aber... Junge! Nette Nahaufnahme. So, dann gucken wir mal, was die Banditen so hatten, ne? Also sie hat eine... Entschuldigung. Sie hat einen Schlüssel dabei. Und eine dädrische Kettenrüstung. Die nehmen wir natürlich mit, so wie die Kettenstiefel. Den Rest kannst du behalten, den will ich nicht. Sie was bei? Nordbogen. Haben tue ich den noch nicht. Platz habe ich. Nehmen wir mit. So. Sekunde. Das macht einfach Spaß. Wenn man alles so zerstören könnte, wäre es lustig. Lustig. Wäre ganz lustig. Ist hier die Kiste drin? Nein. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Was hat der Bandit? Ein bisschen Geld. Und der Raufbold hier? Auch ein bisschen Geld.
Warte mal, habe ich auf der... Hat nichts gemacht. Kommt man hier runter? Jo. So, hier habe ich doch auch noch einen Opfer. Genau, zwei Opfer Dingens. Auf der Brücke. Der anderen Seite hatte ich, glaube ich, noch einen unten gemacht hier. Genau, normalen Banditen. Der hat aber nichts. Gut, dann haben wir jetzt alle nachgeguckt. Warum gucke ich die Banditen nach, obwohl da fast nie was drin ist? Manchmal haben sie makellose Amethysten. Und Edelsteine sind wichtig. Sehr wichtig. Ist das ein Tagebuch? Ne, schwarze Pfeilband 2. Häufige Heilung. Das ist einer von denen, den ich gerade getrunken habe. Oh, da gibt's... Oh. Warte mal kurz. Wahnsinnserz, perfekt. Falls ich es noch nicht gesagt habe, ich meine ich... Oder geschrieben, ich habe es... Meine ich geschrieben. Ich kann Wahnsinnserz und Bernsteinrüstung schon herstellen. Müsste ich zumindest können. Denn ich habe das Buch dafür schon eingesammelt. Es liegt aber schon ein paar hundert Folgen. Na, nicht ein paar hundert Folgen, aber bestimmt schon 50 Euro. 50 Folgen zurück. So, Tagebuch des Banditenanführers. Was steht denn da drin? 5. erste Saat, 4. Ära, 201. Idioten. Brody und Herd sind heute wieder aufeinander losgegangen. Und beinahe wäre es zu einer Prügelei gekommen. Die Stimmung im ganzen Lager ist angespannt. Ich habe eine Sonderration Met angeordnet. Aber wenn diese Streitigkeiten nicht aufhören, zerfleischen wir uns noch gegenseitig. 12. erste Saat, 4. Ära, 201. Es geht das Gerücht, dass Herd Gefolgsleute für eine Motterei um sich schart. Brody ist nicht dumm. Vermutlich tut er gerade das Gleiche, nur um alle Fälle. Nur für alle Fälle. Ich würde sie beide eigenhändig umbringen, aber das Lager ist in zwei Hälften gespalten. Wenn ich es versuchte, hätte ich innerhalb einer Woche ein Messer im Rücken. Ich halte das nicht mehr aus. Ich habe angefangen, einen kleinen Teil des Beutegolds beiseite zu schaffen und hier herunterzubringen, wann immer ich kann. Oh. Wenn ich genug beisammen habe, werde ich fliehen und nach Drachenbrücke gehen. 28. erste Saat, 4. Ära 201. Brody schöpft allmählich Verdacht. Ich habe ihn heute Nachmittag dabei erwischt, wie er in der Bucht herumgeschnüffelt hat. Ich glaube, mein Versteck hat er nicht gefunden, aber es ist hier nicht mehr sicher. Mist. Ich bin heute Abend auf dem Boot rausgefahren und hab's auf der Insel im Süden beim dem alten Baumstumpf versteckt. Müssen wir hin. Moment. Ja, das kann ich mir merken. Diese Woche haben wir gute Beute gemacht. Noch ein oder zwei Karawanen, dann kann ich endlich hier weg. Und es wird auch höchste Zeit. Tja, hat das denn geklappt? Leere Truhe. Ihr hättet mich auf dem Höhepunkt meiner Abenteurerkarriere erleben sollen. Ich war furchtlos und bin zu viele Risiken eingegangen. Aber genau darum ging es ja. Okay. So. Also werden wir hier wahrscheinlich nur noch Reste finden im Sinne von Pilzen. Oder Knochen. Oder ein Vulkanglasstreitkolben. Oder man kann hier... Oh. Sekunde. Kann ich hier noch hoch? Nee, wie es scheint nicht. Gut, dann schwimmen wir dahin. Da wollte ich sowieso hin. Wird schon nichts Wichtiges da gelegen haben. So, Insel im Süden. Soll das die... Nee, da. Ab unter die Erde mit dir. Das findet man nicht so häufig, Schlachterfische. Weiß noch, als ich Schlachterfisch-Schuppen, glaube ich, gesucht hatte.
Mann ist von Schlachterfischschuppen. Die habe ich ewig gesucht. So. Hier müsste das doch jetzt sein. Ah! Das alles? 85 Gold? Da sind die Items besser. Deutlich besser. Naja, nette kleine Geschichte. Sekunde. Ach, juckt das. Haare fallen manchmal fast in die Augen. Oh, wieder. Ab. So. Wo sind wir denn jetzt lang gekommen? Ich glaube, wir sind hier reingeritten. Na? Das heißt, wir müssen hier weiter. Genau. Nehmen wir doch mal das Pferd wieder raus. Oh! Oh, wir müssen noch im wahren Barentia lesen. Machen wir das erstmal. So, wo waren wir stehen geblieben? Buch 1 waren wir. Ah ja, ich weiß wo. Mein Spickzettel liegt hier. Ah, Priester fehlt. Nein, wir haben weitergelesen. Entschuldigung. Wir haben auch hier weitergelesen. Auch hier haben wir weitergelesen. Hier waren wir stehen geblieben. Als sei es eine die Beschwörung eines Zauberers. Barentia, murmelte er. Barentia, Barentia. Barentia stand auf einem der Balkone des Palasts. Sie blickte starr in den Hof. Hier wimmelte es nur so vor Soldaten in funkelnder Rüstung. Bald stellten sie sich in Reih und Glied auf und jubelten. Als ihre Eltern von Kopf bis Fuß in funkelnden schwarzen Rüstungen und in lange violette Pelzroben gehüllt aus dem Palast traten, herrlich geschmückte Streitrösser mit glänzend schwarzem Fell wurden für sie herbeigeführt. Sie stiegen auf und ritten zum Tor und wandten sich ein letztes Mal zum Gruß um. Barentia, riefen sie. Lebe wohl, geliebte Barentia. Die Kleine kämpfte mit den Tränen und winkte tapfer mit ihrer freien Hand. Mit der anderen hielt sie ihr Lieblingsplüschtier fest an ihre Brust gedrückt. Einen grauen Wolfwelpen, den sie Wuffel getauft hatte. Noch nie war sie von ihren Eltern getrennt gewesen. Sie hatte auch keine Ahnung, was all das zu bedeuten hatte. Man hat ihr lediglich gesagt, dass im Westen Krieg herrsche und dass der Name Tiber Septim allerorts Furcht und Schrecken verbreitete. Barentia, riefen nun auch die Soldaten und streckten ihre Lanzen, Schwerter und Bögen empor, um sie zu grüßen. Dann wandten sich ihre geliebten Eltern ab und ritten von dann. Gefolgt von Rittern, bald war der Hof so gut wie leer. Einige Zeit später rüttelte ein Kindermädchen Barentia wach, zog sie eilends an und brachte sie aus dem Palast. Ihre einzige Erinnerung an diese schreckliche Zeit war später, dass ein riesiger Schatten mit brennenden Augen am Himmel zu sehen war. Man reichte sie von einer Hand zur nächsten. Fremde Soldaten kamen, gingen und manchmal kehrten sie auch zurück. Ihr Kindermädchen verschwand und wurde durch Fremde ersetzt. Manche davon fremdartiger als andere. Tage oder vielleicht wochenlang war sie auf Reisen. Eines Morgens erwachte sie und trat aus der Kutsche. Es war kalt. Eine riesige, graue Festung aus Fels stand vor leeren, endlosen, graugrünen Hügeln, auf dem Reste von grau-weißem Schnee zu. Endlosen Hügeln, auf denen Reste von grau-weißem Schnee zu sehen waren. Mit beiden Händen klammerte sie sich an Wuffel. Als sie blinzelnd und zitternd im Morgengrauen stand. Sie fühlte sich sehr klein und sehr dunkel in dieser endlosen grauen Weite. Gut, nächste Folge geht's dann hier weiter. Endlose graue Weite. Grau-weißen Weite. Entschuldigung. Und dann reiten wir danach weiter auch nach Drachenbrücke und dann Einsamkeit, ne? Gut, ich würde sagen, wir machen wieder Schluss und dann geht es in der nächsten Folge weiter auf Reise Richtung Einsamkeit.
Vielen Dank fürs Zuschauen, schönen Samstag und bis zur nächsten Folge. Tschüss.